Gratulation, AfD, 2 Scherzekraft in Deutschland. Und das muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen jetzt. Die AfD demonstriert in Chemnitz Seite an Seite mit Pegida und Hitlergruß zeigende Neonazis und ihre Umfragewerte steigen. Die Wähler in Deutschland finden das super. Und nur ganz langsam fragen manche, sollte die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ich meine, klar, so die üblichen Kommentare von AfD-Anhängern, die kennt man so auf Facebook und YouTube, ja, kommt man quasi nicht drum rum, da wird dann immer gefordert, Flüchtlinge sollen vergast, erschossen oder sonst was werden und Merkel gehört vors Kriegsgericht und gehängt und all dieser brutale Scheiß. Und das kommt aber tatsächlich nicht nur von irgendwelchen anonymen Internetfaschos, sondern kurioserweise auch tatsächlich innerhalb der AfD kommen solche Wortmeldungen immer wieder vor. Als 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise losging, forderte schon damals ein AfD-Kreisvorstand aus Sachsen-Anhalt die Einführung der Todesstrafe für die politische Führung in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern wurden erst letztes Jahr Chatprotokolle des damaligen stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden öffentlich, in denen er schrieb: Wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren. Aber wenn wir endlich soweit sind, dann stellen wir sie alle an die Wand. Man muss das nochmal ganz deutlich sagen. Das war jetzt kein bedeutungsloser AfD-Facebook-Fan irgendwo aus der Provinz. Das war der stellvertretende AfD-Fraktionschef im Landtag. So, und der hat offenbar schon ganz konkrete Vorstellungen davon, wie es denn bitteschön mit der politischen Konkurrenz weitergehen soll, sobald die AfD einmal an der Macht ist. Erstmal das ganze rot-grüne Geschmeiß aufs Schafott schicken. Der Vollständigkeit halber, ein Schafott ist ein meist erhöhtes Gerüst, auf dem Hinrichtungen durch Enthauptung vorgenommen werden. Und offenbar genau da gehören für ihn die politischen Gegner zum Beispiel von der SPD oder von den Grünen hin. Und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht. Aber nicht nur andere Parteien möchte man loswerden, sondern auch Journalisten, die eigentlich passen. Es wurden in Sachsen-Anhalt ebenfalls letztes Jahr die Inhalte einer WhatsApp-Gruppe öffentlich, in dem sich der Landesverband der AfD austauschte, dass nach der Machtübernahme alle volksfeindlichen Medien sofort zu verbieten seien. Und erst letzte Woche warnte ein AfD-Kreisverband aus Hessen schon mal AfD-kritische Journalisten per Facebook-Beitrag: Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die Stimmung endgültig kippt, dann ist es zu spät. Solche Statements werden heute von AfDlern öffentlich rausgeballert. Also nichts mit geheimen Gruppen oder privater Chat, so das sind jetzt offizielle Ansagen. Also so mutig ist man mittlerweile und die Umfrageergebnisse geben ihnen ja auch recht. Und der AfD-Chef Alexander Gauland, der legt auch gerne nochmal einen nach und sagt mittlerweile, also wirklich diese Woche, öffentlich in der FAZ, ja klar, also was gibt's denn da misszuverstehen? Natürlich, er möchte Leute aus den Medien aus der Verantwortung vertreiben. Also ich bin mir sicher, die AfD-Anhänger, die können sich auch wieder vortrefflich darüber streiten, ob das jetzt dasselbe ist oder nicht. Ja, also wenn man jetzt Leute entlässt oder wenn man eine Zeitung komplett einstellt oder so. Aber ganz ehrlich, nur mal aus meiner Perspektive, ob du jetzt eine Zeitung oder einen Fernsehsender komplett einstellst oder ob du aber die Mitarbeiter so lange austauschst, bis sie dann genau das berichten, was du als Partei gerne hättest, ist jetzt für mich effektiv kein großer Unterschied. Und wenn ich jetzt nach all diesen Vorfällen, Statements und all diesen Sachen überall diese fragenden Überschriften jetzt sehe, ja? Wie rechts ist die AfD? Oder Pro und Contra? AfD, ein Fall für den Verfassungsschutz? Wenn ich mir das alles angucke, dann wirklich Gegenfrage: Was braucht es denn noch bitte? Ja, also wie oft sollen AfDler denn bitte schön noch von Eingriffen in die Pressefreiheit schwärmen oder von der Hinrichtung ihrer Gegner fabulieren? Ja, also was muss denn geschehen, damit irgendjemand mal aktiv wird? So, also müssen sie erst irgendwie, was weiß ich, auf der Straße offen Seite an Seite mit Hitlergruß zeigenden Neonazis demonstrieren oder was? Moment, da war ja was! Also, ich weiß noch, damals in der Schule, im Geschichtsunterricht, haben wir unseren Lehrer gefragt, wie konnte das denn damals sein? Also, wie sind die Nazis an die Macht gekommen damals? Und offenbar waren jetzt so ein paar kostbare Jahrzehnte Frieden, waren schon wieder zu viel. Ja, Leute haben wieder Bock, dass es kracht. Ja, jetzt müssen wieder Journalisten auf die Straße gezerrt werden. Jetzt müssen politische Gegner wieder umgebracht werden direkt. Also da scheinen wir offenbar wieder angekommen zu sein. Und es gibt so einen Spruch, der lautet: Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur wieder auf. Und ich sag mal so, wenn jetzt langsam nicht der demokratische Teil unserer Gesellschaft aus dem Arsch kommt und was unternimmt, dann werden vermutlich irgendwann einmal spätere Generationen auf uns zurückblicken und sich fragen,
Warum zur Hölle habt ihr nichts gemacht?